Bosinhalt freigeschaltet. Oh Gott, ey. Ach, der Kurator, endlich wieder. In welchen Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Der Mann mit dem Knackarsch. Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder aber, stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft ihr doch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Hurra! Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Okay, ja, komm. Sag mal. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Okay, blind, wie die Kreatur. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Lang ist der Pfad, ein langer Pfad. Langer oder kurzer Pfad. Okay, können wir uns vielleicht merken. Jason, Abgrund, 1935. Wo ist Rachel? Wo ist die? Rachel! Was ist mit Rachel? Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen und Rachel, sie ist gefallen. Ich hielt sie, solange ich konnte. Rachel! Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Wenigstens wieder vereint. Rückzug antreten. Schnell! Da drüben. Gehen wir! Unmöglich. Und wir haben Licht. Vielleicht ein Vorteil. Mal sehen. Er könnte noch hier sein. Ehrlich, Körne, die Iraker sind unser kleinstes Problem. Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Wir müssen uns hier einbunkern. Eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Lieutenant, was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Glauben Sie an Gott? Absolut nicht. Sollten Sie aber. Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was. Sie würden es mir ja doch nicht glauben. Ich war dort und glaub's auch nicht. Monster. Monster. Kommen Sie. Sie sehen Gespenster. Sir, bei allem Respekt... Lieutenant, wir stecken mit einem Iraker fest. Vielleicht mehreren. Was Sie gesehen haben wollen, das ist Mist. Die Statuen. Nick! Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Das kriege ich hin. Der Satellit. Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus.
Das sind nur Kinderkrankheiten. Zurückhaltend oder wütend? Es gab Tote. Ihr Drecksatellit! Männer sind tot! Clarice ist weg, ihre Frau ist tot, Eric! Diese Mission ist Selbstmord. Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Hey, das Kommando hab immer noch ich. Vergessen Sie Ihren Rang nicht, Lieutenant. Ich bring uns hier raus. Wir sollten weiter. Oh oh. Oh no. Sie bewachen den Eingang. Wir sehen uns das an. Jetzt wieder auf die Farben gucken hier, hä? Okay. Gehen wir erstmal zurück. Vielleicht versteckt sich hier ja noch irgendwo ein kleiner Hinweis. Hä? In der Ecke? Wo hast du dich versteckt? Okay, da kommen wir definitiv nicht rein. Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Lauft um euer Leben, wir sind verloren. So viel zu Erics protegiertem thermischen Satellitensystem. Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten. In seiner Haut will ich nicht stecken. Okay. Jetzt sind wir da, wo die anderen gerade waren. Der großen Halle. Hier können wir nichts mehr lesen. Da ist der Generator. Sehen wir mal nach. Okay, mal gucken. Sollen wir ihn reparieren? Okay, da ist nur der Ausgang. Verlassen. Verlassen? Wir verlassen über den Generator. Vielleicht können wir noch woanders hin. Okay, wir sollten uns vielleicht noch ein bisschen hier umsehen. Vielleicht nochmal da oben. Vielleicht haben wir auch mehrere Möglichkeiten, dieses Ding zu verlassen. Da war ja irgendwie in diesem Raum war ja noch ein Loch. Vielleicht können wir über dieses Loch flüchten oder so. Ich will einfach wissen, was noch hier oben ist. Oder ist das jetzt zu? Da hinten war der Raum. Da war natürlich die Hinweistafel, die jetzt weg ist. So, und da hinten war noch ein Loch. Aber auch da kommen wir nicht raus. Okay, das heißt, wir können nur über den Generator. Wir kommen nur über den Generator raus. Okay. Aber es muss doch einen Grund geben, warum wir jetzt in diesen großen Raum nochmal reingeschmissen werden. Jetzt sonst aber auch nichts blinken. Okay. Könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Scheint so. Halte Ausschau. Wer steht da? Ah, shit!
Schluss mit dem Quatsch, beeil dich. Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Gute Arbeit, Sergeant. Okay. Das ist wahrscheinlich nur die 80 Jahre alte Glühbirne. Augen auf. Dropkick hier, Mailman 2-1 Actual. Wir gehen weiter rein. Over. Verstanden. Vorsichtig da unten. Dropkick out. Verzweigung. Wo führen die Kabel hin? Okay, durchsuche die Ruinen. Der lange Weg in der Dunkelheit. Der lange Weg in die Dunkelheit. Okay, ich guck trotzdem mal da. Was denkst du? Da liegt nämlich was. Ja, ich denke schon. Was haben wir da? Götter der Sumera von Franklin Levitt, veröffentlicht von der Pian Brothers. Okay. Oh. Alles klar. Immer nur noch Staub fressen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Lamastu war eine schreckliche Dämonin, eine Kindermörderin, die sich am Blut und Fleisch der Menschen labte, wie Vampire. Sie sind meist als haariges Monster mit Löwenkopf und Vogelfüßen dargestellt, oftmals auf einem Esel kniend, mit einer Schlage in jeder Hand und einem Hund und einem Ferkel säugend an ihren Brüsten. Lamastu trug 7 Namen und wurde in Beschwörungen als die 7 Hexen bezeichnet. Sie wurde für viele Gräueltaten verantwortlich gemacht. Es hieß, sie bringe Albträume, vergiftete Flüsse und sei eine Vorbotin von Hunger und Pest. Abbildung 4, Gürtelschnalle gefunden im Grab eines akkadischen Priesters. Abbildung 4a, Detail an der Gürtelschnalle. Okay. Lamastu war die Tochter des akkadischen Himmelsgottes An, dem Vater von Göttern und Dämonen und dem Gott der irdischen Könige. An wurde von den Akkaden meist mit einem gehörnten Kopfschmuck abgebildet, wohingegen die Sumera ihn als großen Stier darstellte. In der Religion Mesopotamiens wurden Stiere oft als Symbol der Stärke angesehen, ein Glaube, der an spätere Kulturen des Mittelmeers und Nahen Osten weitergegeben wurde. Für griechische Philosophen waren die Hörner des Stiers ein Symbol für die Hörner eines Dilemmas, eine unmögliche Wahl ohne richtige Antwort. Die sumerischen Götter boten den Sumerern jedenfalls keine richtigen Antworten, denn sie waren gleichzeitig gütig und grausam, erhaben und kleinlich, fehlbar und unangefochten. Ah ja, Geheimnis gefunden. Die sumerische Unterwelt, wehe dem armen Wicht, der mit wenig begraben wurde. Sein Leben nach dem Tode wird schäbig und dürftig sein. Und jene, die nicht begraben wurden, hörten nach dem Tode einfach auf zu existieren. Das Grab war also das Tor zur Unterwelt und die Menschen in Mesopotamien, von den Sumerern bis hin zu den Akkadern, wurden unter ihrem Zuhause oder in dessen Nähe begraben. Die wohl situierten Bauten zu diesem Zweck sogar Kapellen oder Schreine. Einmal begraben, reiste die Seele eines Sumerers zum Zagros-Gebirge. Im Osten, wo sich der Sonnengott Utu jeden Morgen erhob. Hier befand sich der Eingang zur Unterwelt, wo Utu während der Nacht ruhte. Eine Treppe führte vom Eingang durch 7 Tore. Die Katakomben, die jüngst verstorbene Seele, begegnete dem Gott Nekti, dem Torhüter, der jedes einzelne der 7 Tore entriegelte und der Seele nach und nach die Opfergaben abnahm, bis sie nackt und machtlos in der Unterwelt ankam. Tempel erbaut über den Toren zur Unterwelt. An der Schwelle traf die Seele auf Ereskigal, Göttin und Herrscherin über die Unterwelt, die ihren Tod erklärte. Die Schreiberin Gestinana hielt ihren Namen fest. Hier gab es weder Belohnung noch eine Strafe, sondern die Toten lebten entsprechend ihrer Opfergabe an die Götter.
Die Reichen hatten es gut und die Armen litten. Abbildung A, Beispiel einer typischen Votivstatue. Diese Statue können verschiedene Formen haben und stellen häufig nicht die Götter selbst dar, sondern jene, die diese Götter anbeten. Okay, das ist eine zurück. Ein weiter. Und ein weiter. Geht nicht. Interessant. Okay, lass es ruhig hier. Können wir da rein? Hallo? Merkwürdig. Okay, folgen wir den Kabeln. Hier lang. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. Quick Damn Event. Fuck. Sei vorsichtig. Stolperdraht. Geräumt. Sieht einfach aus. Gegenexplosion? Nee, muss nur den Abzug kappen. Na, ein Glück können wir uns mit dem Scheiß aus. Der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Dropkick, hier Mailman 21 Actual. Hören Sie mich, over. Hier Dropkick. Wie läuft das Callcheck? Ihr Freund hat eine USB-V dagelassen. Uns geht's gut, aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs, Dropkick out. Er ist unterwegs. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? Okay, untersuchen. Ein Brief. Okay, gib mal her. Oh, nein, 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 nein. Ich muss immer halten. Das ist immer ein bisschen doof. Wo war der Brief? Wo war der Brief? Da ist der Brief. Ja, okay. Also nochmal. Warten, bis die Animation ist. Greifen, festhalten. 2. April 1946. Wir haben unser Team zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand unleserlich Crow, die Bulldogge von Ohama Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einem levantinischen Club für Geld prügelte. Crow empfahl unleserlich und in Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissensdurstige Aline Janot, aufgesammelt. Unleserlich bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice van Houten, einem Archäologen, dessen schlechter Ruf unleserlich. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach unleserlich. Ein Geheimnis. 21. Oktober 1946. Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie, seinem verdammten Maschinengewehr, teilte. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien die Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram-Sin. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der wir in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietenden Hallen so ansehe, bezweifle ich das nicht im Geringsten. Toll. Okay, was gibt's hier noch? Da liegt noch mehr Krams rum. Und hier haben wir noch einen Hinweis. Was? Fahrahnung freigeschaltet. Gepfählt.
Okay. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was hier noch alles kommt, ey. Ich hab immer so Schiss vor diesen ganzen Quicktime-Events. Ich will doch einfach nur die Story genießen. So, warte mal, wo war denn der andere Scheiß? Hier. Deine Kiste, und was liegt hier Schönes? Was ist das denn? So ein Rad? A59. Sternkarte. Wir können mal eben gucken. Sammlung und Charaktere, wie es hier so ausschaut. Geheimnisse. Ah, guck mal. Das sind die, okay. Geheimnisse können Videos sein und was weiß ich nicht alles. Wie das alles zusammenhängt. Luftunterstützung. Semperfy. Salim sah, wie Jason den Hirten tötete. Salim versuchte, Jason zu erschießen. Rachel sagte Erik, dass sie einen anderen hätte. Rachel stürzt ab, als sie das Seil riss. Jason wurde verletzt. Blut. Okay. Ich denke mal, hier bei der Kiste müssen wir raus. Und hier geht's nicht weiter. Er könnte uns unten auflauern. Ist das Joey? Er lebt noch. Eine Falle. Vielleicht auch nicht. Wir lassen keinen zurück. Semper Fi. Semper Fi. Hey, erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir hörten Joey im Tunnel. Wir glauben, es war Joey. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Denken Sie daran, dass ich hier entscheide. Ich gehe vor. Du bleibst besser hier, selbstbewusst, ich gehe vor. Nein, ich gehe vor. Zuversichtlich. Bestimmt nicht ohne mich. Oha, Salim, Salim. Oh Mann. لازم اقول له لا. اتخانق لوحدك مش هتخانق معاك. لازم يكون في طريقه ثانيه من هنا. لازم يكون في طريقه ثانيه. Es muss einfach. Oh Gott, ich hoffe, er überlebt, dass er den Geburtstag seines Sohnes feiern kann. Was? Achso, da ist das Tote. No, please no. Durchsuche die Ruinen. Was haben wir hier Schönes? Mein Portemonnaie, oder? Ein Portemonnaie. Aber ich kann damit nichts machen. Kann ich sonst noch was machen? Nö. Ach, das ist mein Portemonnaie. Soll ich da wirklich nochmal hingehen? Eigenschaften aktualisiert.
Soll ich es wirklich tun oder zurück? Oh oh. Stur. Zum Licht. Nein, B, B, B. Ah, shit. Aktualisiert. Ja! Oh Gott! Hättest du noch einen anderen Weg rausgegeben? Er hat so ein Ding getötet. Meine Fresse. Okay, das ist nicht eingebildet. An American. Okay, das scheint die Verstärkung zu sein, oder? Da drüben! Okay. Dunkelheit immer schlecht. Warte mal. Wir müssen nochmal zurückgehen. Nicht, dass da ein Hinweis lag. Guck mal hier. Obwohl, nee, hier ist nichts mehr. Aber was liegt da denn? Ach, so ein Feuerkelch. Okay, okay. Okay. Da liegt was. Was haben wir denn da? Ein Hinweis. Eine Kartografierung. R19. Das Loch muss für die Sonne sein, aber es fehlt was. Ja, genau. Lass da liegen. War da nicht eine Fußspur? Da war ein Fußabdruck, die. Guck mal da. Fußabdruck direkt neben dem Ding. Der ist aber nicht von uns. Okay, Quicktime. Ich hoffe nicht. Ach Gott. Ah.
Nick, Sandhöhlen, 1957, Tiefe 153 Fuß. Gut aufpassen. Nick ist die Affäre von Mrs. King. Also der. Der gleichzeitig das posttraumatische. Hier ist Mailman 21 Actual. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Bleib auf der Hut vor Gefahren, okay. Waffen prüfen. Nichts dem Zufall überlassen. Diese Waffe wurde geprüft. Ich glaube, ich muss nochmal niesen. Corporal Gomez, hier Dropkick. Hören, wo ist der hin? Oh, da ist er wieder. Das war ja Tarnmode. Oh, das ist seine Brille hier. Okay. Ist Joyce. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Sie waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Missbedingt nicht so laut, Colonel. Trübsinnig, er wurde getroffen. Beim Schusswechsel hat sie ihn erwischt. Ich dachte, er wäre tot, aber ich bin mir bei gar nichts mehr sicher. Nun, im Gefecht kann man sowas nicht immer einschätzen. Was soll das denn heißen? Vielleicht irren Sie sich ja, Sergeant. Zurückhalten, wenn Sie meinen, genervt, ich weiß, was ich sah. Sie war nicht da, ich weiß, was ich sah. Hey, nicht in dem Ton. Das sag ich nicht nochmal. Eigenschaften aktualisiert. Wissen Sie, für jemanden, der seine Frau verloren hat, benehmen Sie sich wie ein echter Arsch. Wow, 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 weg mit der Waffe! Sagen Sie das nochmal! Schon gut, ganz ruhig, Mann. Stand mir nicht zu. Bist du auf Drogen, verdammt? Sie wissen nichts über mich und Rachel. Oh, alles, was sie mir erzählt hat im Bett. Geflüster. Warte, da hinten. Nein, das ist nur der. Hier stimmt was nicht. Ja, da war der Helm. Wir sollten nicht hier sein. Ich will noch ein Geheimnis finden. Gibt's hier keins mehr? Konzentrier dich. Lass dich nicht irre machen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Dann gehen wir halt in die richtige Richtung. Gut aufpassen. Ich muss Ihnen nicht Ihren Job erklären, aber... Aber Sie werden es sowieso. Waffen prüfen, Munition prüfen, nochmal prüfen. Genau aufpassen. Achtlosigkeit ist tödlich. Okay, was haben wir da? Was haben wir hier? Ein Loch. Ansehen. Okay. Wie tief ist das Scheißloch? Solche Risse habe ich im Tempel gesehen. Die sind wohl durch das Beben entstanden. Los, gehen wir weiter. Okay. Da kommen vielleicht diese Viecher raus, hä? Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Scheiße, noch mehr Blut. Ist das Blut? Nein, Farbe, Junge. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Warum dreht er sich immer nach hinten um, wenn ich hier überhaupt nichts mache? Okay, was haben wir hier? Einige Sachen haben wir hier. Eine Note. Mal sehen. Könnte wieder ein Video sein. Ich hab's wieder losgelassen, ich Idiot. 23. Oktober 1946. Die Katakomben unter dem Tempel sind voller unleserlich. Aline hat sich in El Castillo an Ausgrabungen mitgewirkt, aber selbst sie hat noch nie unleserlich gesehen. Unleserlich haben Tausende im Namen der Götter getötet, die meisten Opfer unleserlich in Massengräbern geworfen, als ob das Abschlachten unleserlich. Welche Plage oder Katastrophe fordert solch einen Preis? So viel unleserlich. Was auch immer hier vor Jahrtausenden geschah, ist unleserlich.
7. Dezember 1946. Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Ja. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen. Als sie Mary befahl, es nicht anzufassen, sah er ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Die Flatterdinger. Okay. Was ist das? Ah, ein Hinweis. Verwarnung freigeschaltet. Er ergibt sich. Okay, ergeben wäre vielleicht nicht schlecht, hä? Friedlich. Immer friedlich. Beeilung! Ja, so sehr Beeilung müssen wir gar nicht. Er ist nah. Das ist so abgefuckt. Still jetzt. Wir laufen in eine Falle. Der Weg führt durch die Dunkelheit. Konzentration. Gut aufpassen jetzt. Brauch Deckung. Was haben wir hier? Ein Medikit. Kurs aktualisiert. Okay. Ein Kreuz. Gut. Lass es ihm gut gehen. Lass ihn leben. Kommen Sie. Ist da nicht noch mehr in dieser Dunkelheit? Okay, ah, wir brauchen es wahrscheinlich... Lassen Sie sich nicht ablenken. Okay, okay, Konzentration. Okay. Wahrscheinlich ist es wichtig, das Medikit zu haben. Vielleicht ist er nicht allein. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Bleiben wir zusammen. Nein, schneller. Joey braucht uns jetzt. Beeilen wir uns. Joey, bist du das? Tja. Rein da, vorsichtig, immer mit der Ruhe. Los, rein da. Scheiß drauf, rein da! Verdammt, Marine. Ja, ich hab doch A gedrückt. Wir haben ja das Medikit. Was ein Glück. Scheiß Ura. Hier Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier war nur ein Streifschuss. Hier Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Mailman 3 am Dropkick. Colonel. Sind Sie da? Over. Fuck. Ich wusste es. Oh nein. Okay, wir können da rein. Wir können da rein.
Aha. Da vorne, da ist ein Dämon. Du tust genau, was ich sage, oder bei Gott, ich verfüttere dich an das Ding. Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Vampire. Ein Pflock ins Herz. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Trakt, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen. Okay? Okay. Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Okay. Vorsichtig, verständnisvoll gehen wir. Bin bereit. Dann mal los. Okay, quick time, here we come. Scheiße, ich hab doch A gedrückt. Scheiße! Ist das Nick? Ah, es hätte so perfekt sein können. Scheiße, ey. Waffe runter, sofort! Richte nicht deine Waffe auf mich! Ich will euch nichts tun! Du machst einen schweren Fehler, Soldat! Weg mit der Waffe, sofort! Nein! Erst ihr, dann ich! Waffe runter oder wir schießen! Ich sagte sofort runter mit der Waffe! Ich lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Oh, Scheiße. Da war es einer weniger. Einfach tot. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir müssen zum Tempel zurück. Verdammt, alles nur, weil ich gestolpert bin. Weil ich diese scheiß Quicktime-Events nicht beherrsche. Ah, Jason, Tempel, 22 Uhr, 144 Fuß. Gleich knallt's. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen.
Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Düster. Rechne mal lieber nicht mehr mit oder beruhigend, bin immer für dich da. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Okay, Eigenschaft aktualisiert. Wahrscheinlich rennen wir irgendwann zurück und sind dann laufen selber da rein oder sowas. Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Was ist dein Problem? Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Nachtragend, sie greifen unser Land an, neugierig. Warum verteidigst du sie? Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Besorgt, das mit ihr geht jetzt zu nah, oder? Bestimmt reißt dich zusammen. Besorgt. Der Tod des Mädchens macht dir zu schaffen, Kumpel. Ja, verdammt nochmal, tut er. Geht dir das gar nicht nah? Vorhin hast du diesen Hirten erschossen. Den starken Mann zu markieren, wird das nicht wieder gut machen. Wir müssen noch die Ostflanke sichern. Augen auf. Gehen wir. Scheiße. Die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren. Kommen Sie wieder. Okay, sichere den Tempel und hier machen wir einen kurzen Break und sehen uns dann bald wieder. Bis gleich.